Sie haben sich also zu einer Schönheitsoperation entschlossen? Ja, wir sind jetzt seit 15 Jahren verheiratet und zum Hochzeitstag wollte ich meiner Süßen mal was ganz Besonderes schenken, nicht wahr? Wenn Sie verstehen, was ich meine. Und Sie sind ganz sicher, dass Sie das auch wollen? Ja, aber sicher sind wir da sicher. Ich meine, das macht doch jeder so. Und so ein bisschen frischer Wind ist ja nicht verkehrt. Also wir hatten so ans Aufspritzen der Lippen gedacht. Sowas wie Dolly Buster. Ein Autoreifen oben, ein Autoreifen unten. Ja, so. Und bei der Größe der Brüste, da schwebt mir sowas vor wie 140 Doppel-D. Aber das geht doch sicher in den Rücken. Ja, nur ganz ohne Opfer geht's nur nicht, mein Schatz. Aber denk mal dran, was wir danach für einen Spaß haben werden, hm? Also, ich weiß nicht. Ja, also, vom Chirurgischen her ist das Ganze gar kein Problem. Aber ich muss ganz sicher sein, dass der Patient das auch wirklich will. Ja, das ist doch geklärt, nicht wahr, Schatz? Ja, super, ich freue mich. Also, kann's losgehen, Doktor? Ein bisschen schnell. Wir wollen nämlich heute Abend noch ins Kino, ein bisschen fummeln, wenn Sie wissen, was ich meine. So schnell geht das nicht. Ich kann zwar sofort mit der Operation beginnen, aber danach müssen Sie noch 3 Tage zur Beobachtung hier bleiben. Ach ja, klar, natürlich. Ja. Schaffst du das denn? Also, wir würden uns dann 3 Tage nicht sehen. Ne? Aber immerhin geht es ja um einen super Schmollmund und ein paar Megatitten. Ne? Schaffst du das? Schaffst du das? Hm? Ich denke schon. Na, klasse, also dann, wir sind 3 Tagen, ja? Bis dann. Also, geht's los? Soll ich mich freimachen, ne?